Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Der Tanz der Schamanen. Am 25. Oktober 2018. Wir haben vier Grundelemente. Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und diese Grundelemente sind lebensnotwendig. Wir brauchen die Feuerelement, die Sonne, die Wärme. Wir brauchen die Erdeelement. Das gibt uns die feste Boden unter unseren Füßen. Es ist Materie. Wir brauchen auch die Luftelement. Wir brauchen die Luft zum Atmen. Und wir brauchen auch die Wasserelement. Wir brauchen etwas zum Trinken. Und unser Körper besteht Großteil aus Wasser. Das heißt, die Elemente sind unterschiedlich, aber jeder hat seine Rechte und natürlich auch die Wichtigkeit. Alle vier Elemente sind lebensnotwendig. Wenn wir die kosmischen Einflüsse betrachten, die Bewegung, Sonne, Mond und die Planeten, dann erkennen wir, dass sie vermitteln uns die Elemente. Und diese Elemente haben aus dem Grund auch diese Wichtigkeit oder diesen Einfluss von Sternen, weil es ist nicht immer harmonisch. Und wir sollen einen Ausgleich finden, weil das beeinflusst unsere Gefühle, beeinflusst unseren Alltag, beeinflusst unserem Leben. Es ist unausgeglichen, wie das wir täglich empfangen. Und wir selbst schaffen den Ausgleich. Und bei Heilung, besonders bei Heilung, deswegen nenne ich auch diese Legung als schamanische Legung, bei Heilung ist es sehr wichtig, in diesem Rhythmus zu bleiben und selbst diesen Ausgleich schaffen. Und wie ist heute die Unterteilung? Nach indischen Berechnung, und das muss ich auch erklären, dass die indischen Astrologen berechnen die Horoskope anders, als wir in westlichen Astrologie das kennen, weil die indischen Astrologie berücksichtigt, dass die Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Nach dieser indischen Berechnung ist die Unterteilung. Sonne befindet sich in der Tierkreiszeichen Waage und Waage gehört zum Luftelement. Also ich setze die Sonne hier zum Luftelement. Mond bewegt sich in der Tierkreiszeichen Widder und Widder gehört zum Feuerelement. Dann setze ich Mond zum Feuerelement. Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock und Steinbock gehört zum Erdeelement. Ich setze Mars hier zum Erdeelement. Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage und Waage gehört zum Luftelement. Ich setze Merkur jetzt hier zum Luftelement. Jupiter bewegt sich in den Tierkreiszeichen Skorpion. Skorpion gehört zum Wasserelement. Setze ich Jupiter hier zum Wasser. Venus bewegt sich in den Tierkreiszeichen Waage, gehört zum Luftelement. Setze ich Venus hier zum Luftelement. Und mit Saturn ändert sich die persönlichen Planeten. Nach Saturn kommen die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto. Das lasse ich weg. Das hat eine andere Funktion. Hier mit dem persönlichen Planeten ändert sich dann die Reihenfolge mit Saturn. Und Saturn ist in die Mitte und erdet uns. Ich setze Saturn in die Mitte.
Wenn ihr diese Aufnahme betrachtet habt, der Tanz der Schamanen von gestern, dann werdet ihr erkennen, dass das Bild genau das gleiche ist wie gestern. Hat sich nichts geändert. Und was ist dieser Tanz? Wer macht hier den Rhythmus? Die Bewegung, das ist der Mond. Der Mond macht hier die Bewegung und Mond verlässt dann die Tierkreiszeichen wieder und übergeht in den Tierkreiszeichen Stier. Also das heißt, ändert sich die Position und übergeht jetzt zum Stier, übergeht dann in den Tierkreiszeichen Stier. Und das gehört zum Erdelement. Das ist die Bewegung, das ist dieser Tanz. Und die Feuerelement nimmt sich zurück. Es ist auch zum Erkennen, dass bei dieser Bewegung, so wie die Mond verlässt die Tierkreiszeichen wieder und übergeht in den Tierkreiszeichen Stier, hier im Feuerelement ist kein Planet zum Sehen. Das heißt, die Energie, die Feuerenergie nimmt sich zurück. Und das ist die Begeisterung, die Aktivität, die Mut, auch die Lebenskraft. Und wird die Erdelement gestärkt. Das ist mehr dann Gedanken machen über Finanzen, berufliche Situation, die Bedürfnisse nach Sicherheit, Stabilität. Und die Energie zieht sich mehr zurück, weil die Erdelement und auch die Wasserelement, das ist eher das nach innen gezogene Energie, eher die passivere, während die Luftelement und Feuerelement ist die aktivere. Was wir dann erkennen, dass die aktivere und passivere, ich könnte sagen, wie Yin und Yang, nicht dasselbe, aber so Ähnlichkeit ist es, einatmen, ausatmen, dieser Rhythmus kommt langsam im Gleichgewicht. Nicht die Elemente, sondern die passivere und die aktivere. Aber bei Sonnenaufgang befindet sich Mond immer noch in Tierkreiszeichen wieder und damit beginnt den Tag, also ich setze das wieder zurück zum Tierkreiszeichen wieder, also setze ich zurück zum Feuerelement. Das heißt, hier dominiert die Luft, die Leichtigkeit und die Luftelement ist aktiv. Das ist sehr spürbar, dass wir aktiv sind und die Gespräche, Kommunikation gehört auch zum Luftelement. Luft vermittelt die Worte. Das heißt, dass die Kommunikation, aber auch die Leichtigkeit ist stärker ausgeprägt als anderen Elementen. Langsam zieht sich die Feuerelement zurück, das ist der Rückzug und kommt diese Wandlung, kommt die Tanz der Schamanen, das ist dann die Bewegung des Mondes. Jupiter verstärkt die Wasserelement, die Gefühle. Jupiter vermehrt, vergrößert etwas und sorgt dafür, dass die Wasserelement genauso stark wird wie alle anderen Elemente. Also eine Energie von Jupiter, was betont gerade die Wasserelement, das heißt stärkt sehr. Und das bedeutet für uns die Gefühle, die Emotionen und kommt langsam durch die Mondenergie eine Kraft, was die Erdelement betrifft, die Bedürfnisse. Das sind die Bedürfnisse uns Menschen. Mehr Stabilität, mehr Sicherheit, mehr Schutz, das nimmt zu und die Mut und Kraft nimmt etwas ab. Die Kommunikation, Leichtigkeit bleibt erhalten und durch Jupiter-Energie stärkt sich die Wasserelement. Wir nehmen unseren Gefühlen auch wahr und können wir verstärkt das in Ausdruck bringen. Und das war dieser Tanz der Schamanen am 25. Oktober 2018 und ich habe noch ein kurzes Infovideo.
Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.